Hallo und herzlich willkommen zurück zu Downji spielt wieder Minecraft. Heute auch mit richtigem Sound. Es tut mir leid, letzte Woche, nicht letzte Woche, gestern. gestern war irgendwie in OBS mein Sound von meinem richtigen Mikro nicht aufgenommen worden, sondern nur von dem, was mein Laptop liefert, und auch der Minecraft-Sound war nicht da. Es tut mir sehr leid. Das war natürlich nicht so beabsichtigt. Und ich habe immer gesagt, oh, hier hört man aber was. Und ihr habt gar nichts davon gehört. Ha! Das war nicht so klug. Es tut mir sehr leid. Ich hoffe, es wird nicht mehr vorkommen. Also heute wieder mit richtigem Sound. Dann hört ihr auch das, was ich höre. Was ganz angenehm ist, denke ich mal. Und wir wollen heute den Spalt hier erkunden. Ja. Also ich nehme mal so, was die Mining-Sachen angeht. Nur die coolen Sachen mit hier, das Gold zum Beispiel. Fließt das jetzt hier runter? Nee, ne? Und Eisen ist natürlich auch immer wieder interessant, wobei für euch nicht so. Deswegen lasse ich es einfach in der Lava verbrennen. Ha! Da habe ich schon mal ein bisschen was an den Lava-Gott geopfert und dann muss ich da nicht reinfallen. So, gar keine Monster hier am Start oder was? Ist ja irgendwie langweilig. Oh, na geht doch. Ich dachte schon, du kommst nie, Skelett. Ja, die fallen natürlich einfach von oben runter. Wäre es ein Creeper gewesen, hätte ich ein Problem gehabt. Okay, weiter geht's. Ich hoffe, wir finden irgendwas Cooles. Ach, hier war ich scheinbar schon mal. Stimmt, hier war ich gestern, wie ihr seht. Ist mein Essen nämlich wieder aufgefüllt und ich habe ein paar, ja, ich habe ein bisschen Essen und so besorgt und ein paar Sachen aus meinem Inventar geleert offscreen. Was gut ist, dass ich es offscreen gemacht habe, war, ui, weil das sau lange gedauert hat, den Ausgang wieder zu finden, weil ich mir das nicht vernünftig markiert habe. Das ist ja gut, dass das jetzt nicht hier einfach zu Ende ist, sondern wir tatsächlich auch ein kleines Abenteuer erleben werden, hoffentlich. Das ist ja schön, dass hier ein Mining-Schacht ist. So, Eisen nehme ich doch nochmal mit. Kann man immer gut gebrauchen. Wir haben noch nicht so viel von dem Zeug. Beziehungsweise wahrscheinlich nicht mal einen Ansatz genug, um irgendwas Sinnvolles damit anzufangen. Irgendwann wird das natürlich hoffentlich automatisch gefarmt, aber soweit sind wir bei weitem noch nicht. So, guten Tag. Genau, die Lava machen... Oh, machen wir mal kaputt. Gut, wie gehen wir die Sache an hier am besten? Einfach drauf los, würde ich sagen, ne? Ich hätte gerne das Spinnennetz. Wie baut man das denn am schnellsten ab? Mit der Schaufel wahrscheinlich, ne? Nein? Kann man... Ah, mit dem Schwert, ja, siehst du. So, Eisen nehme ich mit, wie gesagt. Und dann gehen wir mal... Oh, da, guck mal, da ist Gravel. Das hier runterfallen möchte. Kann aber ruhig da oben bleiben. Oh, wunderbar, Leute. Das ist ja mal sau cool hier. Dass es hier solche Gänge gibt. Ich habe so ein Teil noch nicht so oft... erkundet, glaube ich. Wobei, bin ich mir gar nicht so sicher. Vielleicht sollte ich die Spinnennetze auch mal mitnehmen. Weil ich dann wahrscheinlich irgendwann, ich sehe schon kommen, von irgendeinem Stück Gravel suffocated werde. Aber egal. Egal, Leute. So, das hätte ich gerne. Sorry. Fackel. So, weiter geht's. Ich will mal hier die Ecken, glaube ich, kaputt hauen. Einfach nur zur Sicherheit, um ein bisschen mehr den Überblick zu behalten. Da habe ich Eisen übersehen. Ein Creeper. Gut, den sollten wir... Ah ne, der kommt noch nicht. Der kommt gleich von hinten einfach anmarschiert. Ich habe nichts gelernt aus meinen Fehlern vergangener Tage scheinbar. Geht's? Ah, guck mal, das ist zweistöckig. Da sollte man auch ein bisschen aufpassen wahrscheinlich. Guten Tag. Kommen Sie mal her. Oh, ich dachte, der geht jetzt schon kaputt.
Vielleicht hätte ich mir auch schon mal ein Diamantschwert basteln sollen. Ich mach mal eben hier zu. Einfach nur. Oh! Um die Viecher schneller töten zu können. Kommt hier noch mehr? Nee. So, immer schön mitnehmen das Zeug. Wir nehmen gleich übrigens auch Schienen mit, keine Angst. Ah, okay, hier sind wir wieder am Start sozusagen. So, wo kommt der Zombie her? Von hier. Oh, moin. Moin, Leute. Zombies, vor allem wenn sie auch noch dann in den Spinnweben stecken, sind natürlich nicht so gefährlich. Die habe ich unter Kontrolle. So, hier ist eine Dingens. Genau, gib mir mal das Zeug, weil Schienen können wir natürlich sehr gut gebrauchen für später noch. So, hier ist auch Ende. Wir haben noch nichts Cooles gefunden irgendwie, ne? Schade. Ich habe übrigens gelesen, dass das nächste Update wohl ein Cave-Update sein wird und es sehr viel spannender wird, Caves zu erkunden und es auch verschiedene Cave-Biotope geben wird. Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Hätte ich vielleicht doch nochmal ein Jahr warten sollen mit dem Neustart, dann hätte ich das direkt mitnehmen können. Ha! Aber das passt schon. Dann haben wir ja dann demnächst... oder je nachdem, wann das rauskommt, ordentlich was zu tun. Wir müssen uns wahrscheinlich dann eine neue Welt generieren. Oder, nee, nicht eine neue, sondern ein bisschen weiterlaufen, um das auch mitnehmen zu können. So, essen wir mal was. Hier ist auch ein Dead End. Wunderbar. Schienen nehmen wir mit. So, hier war noch Eisen. Von irgendwo schießt ein Skelett auf mich. Ich weiß nur nicht von wo. Von da irgendwo? Von oben? Hm. Na, wo ist es denn? Hier ist auf jeden Fall auch schon mal wieder Ende. Hallo? Da habe ich einen Creeper gesehen. Ha. Na gut, lassen wir es erstmal unbeachtet. Da hinten ist ein Skelett. Aber das, die haben sogar zwei. Aber die haben gerade nicht auf mich geschossen. Das wäre ja komisch. Hä? War hier nicht gerade noch ein Creeper? Da habe ich direkt ein ganz blödes Bauchgefühl, wenn der auf einmal weg ist. Oder ich habe schon ein Gespenster gesehen, das kann natürlich auch sein. Habe ich das eingesammelt? Ja. So. Guten Tag. Ah, moin. Da sind noch mehr Skelette. Oh. Komm doch her. Ups. Ist mir direkt mal das Schwert abhanden gekommen. Ah, hier hatten wir vorhin abgesperrt, wunderbar. Da sind Creeper. Aber hier war doch noch ein Skelett, oder? Mal eben meinen Fisch essen. Hab gleich schon wieder kein Essen mehr, was natürlich höchst problematisch ist. Scheinbar bringen diese Fische nicht ganz so viel. Oh, hier ist ja gar nichts. Hallo, Fledermaus. Immer noch keine Diamanten oder so. Das ist ja also echt magere Ausbeute.
bisher. Wir haben nur die geilen Schienen hier. Oh, hallo? Den muss man, glaube ich, spannen, ne? Und dann bam. Bist du buggy oder so? Mein Gott. So, das sammeln wir mal eben ein. Ich möchte mal eben hier lang gehen. Über uns ist wieder Gravel, der runterfallen möchte. Okay, ist hier irgendwas? Oder ist hier einfach Ende? Hier scheint einfach Ende zu sein. Zauberhaft. So, wir haben noch einmal so einen Fisch, den kann man einfach so essen, wurde mir gesagt. Aber der bringt wahrscheinlich nicht so viel Futter. Moin. Guten Tag, Herr Creeper. So, hätten wir das auch erledigt? Ich habe Skills, wa? Oh, ich höre noch ein Skelett, das heißt, wir sind noch nicht am Ende angekommen. Hier ist Eisen, sehe ich doch. Schienen werden immer schön mitgenommen. Ah, dammit. Oh, Fledermaus. Du, Nudel. Mann. Sauber. Oh, gucke mal, hier sind wir wieder an der Oberfläche. Das. Da will ich mal eben gucken, wo wir genau sind. Das wäre ja witzig, wenn wir an der einen Stelle sind. Sind wir hier in der Nähe unserer Hütte? Da hinten ist unsere Hütte. Lasst uns mal eben. Ah, ich habe, glaube ich, gar nichts zu essen da. Ja, egal, wir erkunden jetzt den Rest einfach mal eben weiter. Oh ja, ein Baby-Zombie. Guten Tag. Mehrere. Was hat das nochmal zu bedeuten? Vielleicht, dass ich gleich sterben werde. Nee. Das auf jeden Fall nicht. Glaube ich. Oh. Auf jeden Fall geht das hier noch ein Stück. Da scheint es ja noch einige Ecken zu geben, wo Viecher spawnen. Ist doch ganz nett. Oh, guten Tag. Ja. Aha. So, hier geht's runter. Das finde ich eigentlich immer. Oh, hallo. Ja, Essen wird jetzt doch langsam knapp. Vielleicht leuchten wir mal eben hier aus. Geht's auch weiter. Hier ist ja so eine richtige Unterwasserhöhle. Das ist ja sau cool. Vielleicht auch ein bisschen dumm, hier zu sein. Och, Mann, jetzt habe ich ja wieder kein Essen. Ja gut, das lassen wir für ein anderes Mal. Da hätte ich ja einfach einen Block wegschlagen können, wahrscheinlich. Nicht wegschlagen. Also Wasser entfernen können, um Luft zu bekommen. Aber egal. So, ich glaube, da unten ging es weiter, ne? Ich spanne schon mal meinen Bogen vor. Mein Crossbow. Hier war ein Skelett. Genau. Ha. Kein Risiko eingehen. Oh. Treffen sollte man auch. Zauberhaft. Oh, hier ist einiges an Skeletten und Viechern. Da, der eine kommt schon. Hau. Arschloch. Voll getroffen. Hat er mich. Da kommt noch ein Zombie. Hallo. Und noch ein Skelett. Schieß doch auf den Zombie, du Honk. Oh.
Okay, ein Herz. Ein Herz, Leute. Ein Herz. Das ist schlecht. Wenn man nur noch ein Herz hat, sollte man mal eben kurz innehalten. Und muss wahrscheinlich das Rotten Flesh essen. Auch wenn es nervt. Aber es geht nicht anders. Also wir sollten uns demnächst zumindest mal um die Essenssituation kümmern, weil das kann so nicht weitergehen. Also wenn ich verrecke, nur weil ich kein Essen habe, ist das halt nervig. So, über uns geht es natürlich auch noch weiter. Aber ich bin ganz ehrlich, über uns interessiert mich gerade gar nicht so, weil da nicht so viele Ärzte sein werden. Ja, hier waren wir jetzt schon überall, ne? Wo ist der nächste Gang? Hier. Und da. Oh, zwei. Alter, was ist der denn so schlau? Komm her. Müssen jetzt hier etwas vorsichtiger vorgehen. Moin. Also als nächstes wird dann irgendeine Essensfarm oder so angegriffen. Das wird, denke ich, unser nächstes Projekt. Mach mal eben hier zu. Spinnen sind auch am Start. Und in so Mining-Shafts können ja auch manchmal kleine Spinnen sein. Da müssen wir vorsichtig sein. Oh, über uns geht es ja auch noch weiter. Genau, stimmt. Hatte ich ja auch eben schon gesagt. Oh, moin. Ah, das ist schlecht, dass ich hier stehe. Ja. Okay. Ich würde sagen, wir sollten das Schild in die Hand nehmen statt den Fackeln. Damit wir sowas blocken können. Achso, dann kann ich jetzt natürlich keine Fackeln mehr platzieren mit Rechtsklick. Ist ja logisch, denke ich. Okay, was ist hier? So ein großer Raum, wie man ihn kennt. Nichts Besonderes am Start. Hier mal im Ausleuchten. Da ist ein Zombie. Hier ist ein Lavapool. Also das Ding geht schon noch ein Stück, ne? Sind wir hier wieder in unserem Schacht? Okay, hier geht's runter. Oh, ich höre Skelett. Lass mal hier runtergehen. Weil hier ist natürlich eher das Diamanten. Vorkommen zu finden. Na, bei 31, wow. Wozu machen wir es hier überhaupt? Da gibt es halt keine Diamanten, ne? Also brauchen wir uns gar nichts vormachen. Da müssten wir eigentlich noch einen tieferen Gang finden. Ah, aber hier ist eine Kiste. Oh. Oh, das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Was ist das denn? Nametag, ne? Ja. Power Trail, bisschen Gold, Beetroot-Samen. Nicht schlecht. Sammeln wir erstmal alles ein, bitte. Alles. Hier, ich brauche nicht so viele Holzstacks. Mal sehen, was ich. Ich bin gespannt, was ich schon alles habe liegen lassen, weil ich da alles voll habe. Aber wir haben Brot! Leute! Das war die Rettung. Ich habe hier noch eine Kiste gefunden. Oh! Kommst du denn her? Ich habe dich zwar gehört, aber gar nicht so wahrgenommen gerade. Zum Glück dann doch. Mal eben hier absichern den Gang. Ah, jetzt wo ich das Schild habe, kann ich mit Rechtsklick keine Fackel mehr setzen. Das ist ja nervig. Oh, und da hinten ist noch eine. Geil. Boah, ein goldener Apfel. Das wird ja ein richtiges Fest hier. Okay, jetzt müssen wir langsam mal schauen. Hier so ein Granite brauchen wir nicht. Das können wir zu Fackeln verarbeiten. Einen kaputten Bogen brauchen wir auch nicht. Haben wir alles? Ne, das ist mein Card noch nicht. Ja, Diorite 5 Stück. Können wir auch getrost liegen lassen. Ja gut, die Lava brauchen wir hier nicht. Die können wir ruhig zerlegen. Warten wir mal einen Moment.
Und gucken schon mal hier weiter. Nicht hier sterben, bitte. Oh. So. So geht's natürlich auch. Und? Ah, noch mehr Zeug. Vor allem Essen ist gut. Ha! So schnell löst sich das Essensproblem. Jetzt haben wir natürlich wieder ein Minecart. Wir haben ganz viel Zeug. Jetzt wird es langsam eng hier, ne? Warum kann man die nicht stacken? Es wäre doch zu schön. Was ist. Kann man irgendwie so einen Sack bauen oder so? Gibt's sowas? Ich könnte natürlich jetzt das hier einschmelzen. Das Gold und dann hier rausstecken, ne? Ich werde mal ein bisschen was machen und dann melde ich mich gleich zurück. So, Leute, zwei Creeper. Moin. Boom. Ja, das war so nicht geplant. Aber egal. Oh. Gravel. Skelette. Da war ich sehr verwirrt gerade. Hier müsste noch eins sein. Creeper auch. Okay, unter Creeper. Boom, ist okay. Da ist der Zombie. Gehen wir mal zuerst dahin. Der kommt eh nicht zu uns. Moin. Hier, kannst du zu uns kommen? Okay. War ich schon halb tot. So, ich hoffe, es geht. Ah, ne. Schade. Aber hier geht der Kampf weiter. Gegen das Skelett mal wieder. Mein schlimmster Feind, der mich schon fast einmal getötet hat. Opfer. Ich hatte doch das Schild oben, Mensch. Musst du doch sehen. Noch ein Skelett? Zauberhaft. Okay, mit Schild können die anscheinend mal gar nicht mehr treffen, wa? Mal was essen. So, da hinten will ich auch eben ausleuchten. Da ist ein Skelett am Start. Ich würde eigentlich mal gerne ein bisschen tiefer in in diesem Mining-Schacht. Wobei, Inventar ist halt richtig voll, ne? Hier geht's auch noch lang. Hier einmal. Oh. Oh! Da ist einiges los. Und hier ist ein Lavapool, ein Skelett. Das sollte mich natürlich jetzt nicht hier runterschubsen. Da. Obacht! Ah, da hinten sind Viecher. Aber da kommen wir wahrscheinlich. Wenn wir hier lang gehen. Machen wir mal eben hier zu. Ich denke, dass wir mal eben hier irgendwie eine Kiste aufbauen müssen. Damit wir ein paar Sachen lagern können. Warum hat das nicht geklappt? So. Zwar brauchen wir den ganzen Cobblestone nicht unbedingt. Wir brauchen nicht so viel. Okay. Eins der Holz, passt schon. Die Kisten brauchen wir an sich auch nicht. Hier ist einiges los. An Viechern. Boah, noch mehr Creeper. Eigentlich könnte ich den auch explodieren lassen, ne? Das wäre wahrscheinlich witziger. Boah, wie viele Creeper sind hier? Gibt es auch Creeper-Spawn? Guten
Guten Tag, ihr habt ja ein richtiges Klassentreffen, oder was ist das hier? Alter Falter. So wird das ja nie was. Von da hinten ist auch ein Zombie, aber da haben wir ja zugemacht. Mein Gott. Was ein Scheiß. Hätte ich die auch direkt explodieren lassen können. Noch mehr Creeper zufällig? Nee. Mal schauen, ob es hier noch irgendwo weitergeht. War es das schon? War das jetzt nur so ein kleiner Spalt hier oder was? Hä? Scheint so, ne? Ich habe die Stelle mit der Lava hier gefunden. Lass uns da mal eben hingehen. Hier ging es ja noch weiter. Müssen wir nur mit dem Skelett aufpassen, ne? Ups. Hier mal eben alles ausleuchten. Hier geht's auch weiter. Habe ich da gerade einen Creeper gesehen? Den lassen wir mal eben. Ja, habe ich. Hallo! Sie sind in einem Loch gefangen. Wo kam der denn her überhaupt? Müsste hier nicht alles beleuchtet sein? Scheinbar ja nicht, ne? Die kommen wahrscheinlich von da hinten. Oh, nicht mit der Spitzhacke. Schwert ist auch gleich kaputt. Hier sieht's noch so dunkel aus. Lasst uns mal gerade hier hingehen. Hier sieht's relativ sicher aus. Und mal eben. Wo hatte ich denn meine Working Bench? Zufällig in der Nähe? Ich glaube nicht, ne? Müsste wahrscheinlich gleich mal ein neues Schwert basteln. Das wäre natürlich blöd, wenn das im Nahkampf kaputt geht. Machen wir einfach eine neue. Was kostet die Welt? Und bauen mal eben ein neues Schwert. Oh, moin. Ja, danke. So, das alte schmeißen wir direkt weg. Brauchen wir nicht. Ich hätte gern noch das Holz wieder. Rotten Flesh brauchen wir nicht. Da kommt noch ein Zombie. Kommen die jetzt über den Lavateich da oder was? So, von hier kamen die Viecher. Ah, da geht's ja noch weiter. Und hier auch. Habe ich scheinbar nicht gut erkundet vorhin, wa? Kommt hier ein Skelett? So, hier ist jetzt noch ein Zombie und ein Skelett. Kämpft mal lieber gegeneinander. Anstatt gegen mich. So, zum Glück war da jetzt kein Creeper. Zwei Skelette noch. Ha! Voll zerstört. So, ich glaube, wir sind am Ende angekommen. Wobei ich gerade noch einen Zombie gehört habe. Das heißt, hier ist irgendwo noch was. Aber wir sind wieder bei 30 Minuten. Und deswegen würde ich sagen, beenden wir die Folge hier. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zusehen. Wir waren mal wieder nur in einem Cave, aber ich denke, das ist nicht schlimm. Das hat wenigstens mal ein bisschen mehr Spaß gemacht. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich werde jetzt vielleicht hier noch ein bisschen erkunden. Falls noch irgendwas sehr Spannendes kommt, werde ich das dann in der nächsten Folge zeigen. Aber ansonsten sehen wir uns wahrscheinlich demnächst wieder an der Oberfläche. Bis denn. Ciao. Ich habe eine Hexe gefunden. Oh. Aufpassen. Hab mich schon gewundert, wer hier so komische Geräusche macht. Au! Dammit. Hat sie mich doch... Kann die mal sterben? Danke. Irgendwas Cooles? Nö.